Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden jetzt mit Horst und mir ein Video starten. Und zwar hatte ich überlegt, Neuheiten auszutesten. Zum einen, au, verdammt mein Nerv. Zum einen habe ich die Jeffree Star Palette Endogeny oder sowas. Dann die Estee Lauder Double Wear Stay in Place. Dann möchte ich sie wahrscheinlich mischen mit der Ordinary, weil zurzeit ist die mir ein bisschen zu dunkel, wobei ich ja schon Farbe angenommen habe, da könnte es noch passen. Dann habe ich ganz neu Love Lights Illuminating Primer. Ich möchte so ein bisschen einen glowy Look, aber nicht, dass ich so ewig Glanz habe. Ich möchte es einfach austesten. Dann auch ganz neu von mir der Becker Highlighter. Und ja, das ist ein Highlighter für Augen, Rouge. Das ist so eine wunderschöne Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also so vom ersten Eindruck. Als Bronzing-Produkt möchte ich von Joie was austesten. Joie. Als Highlighter habe ich mir hier Glow Setting Powder genommen. Aber ich finde, das ist mir zu, wenn ich das hätte. Es ist so samtig, das könnte ein toller Highlighter sein, der so richtig schön glowy ist. Dann habe ich ein Liquid Lipstick von Nyxe in der Farbe Nummer 02 aus der Slip Taste Reihe. Ich weiß es nicht, was es ist. Lipöl. Okay, wir werden testen. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich mir noch rausgesucht eine andere Lippenkombi von Ingold. Ein Lippenstift in so einem dunklen Rot-Beere-Ton. Ich wollte ihn auch mal austesten, weil ich keine Ahnung habe, wie Ingold Lippenstifte. Das ist kein Nagellack. Und schaut mal, ich habe den Sally Hansen drauf heute. Und der erinnert mich total an den von Watermelon. Das ist, Moment mal, das ist der hier. Ich finde diese Watermelon, ich liebe diesen Nagellack. Ich habe ihn Angst gehabt, leer zu machen. Total bescheuert eigentlich, weil ich, ja, warum? Weil ich ihn so liebe und keine 8 Euro ausgeben wollte. Und jetzt habe ich den in einer anderen Flasche in der ähnlichen Farbe. Und ich finde, das ist ein richtiger Wassermelonenton. Gefällt mir unheimlich gut. Ich würde sagen, wir starten mit dem Primer von Love. Ich möchte auch mal so ein Full Face auf Love machen. Mir fehlt noch eine Foundation. Ich gucke mal, ob ich mir eine zulege oder wir halt einfach größtenteils Love-Produkte einfach benutzen. Oh, das kommt sogar im Pumpspender. Hat wirklich so Illuminating, kommt so daher, wirklich ein schönes Fläschchen mit Pumpspender. Ich benutze ungefähr 2 Pumphübe für mein Gesicht. Und das trage ich mir mit einem Pinsel auf dann. Ich benutze jetzt so einen flachen, eigentlich ist es ein Konturierungspinsel, aber meine ganzen Pinsel habe ich gewaschen. Sie sind zwar schon trocken, aber liegen gerade im Moment im Badezimmer. Und so flache finde ich eigentlich ganz gut. Ich guck mal, ob ich das lieber mit der Hand auftrage. Riecht auf jeden Fall schon mal ganz angenehm. So blumig, fruchtig, Vitaminbonbon ähnlich. Hier habe ich den Pickel meines Lebens. Ich komme richtig in die Pubertät sozusagen. Also für meine Verhältnisse. Ich sage immer, für meine Verhältnisse, ich habe eine sehr reine Haut. Wenn ich auch, ich brauche noch einen Pump-Hub. Für meine Verhältnisse habe ich eine unreine Haut bekommen. Klar, in diesem Bereich war ich immer unrein, gerade wenn ich so Schokolade esse oder nicht richtig Schlaf habe. Dann kriege ich auch Unreinheiten. Da trage ich so minimal, wie es geht, nur auf, damit nicht gerade mein Pickel leuchtet und strahlt mit einem heiligen Schein. Der ist nämlich nicht ganz unschuldig. Also dieser Primer trocknet an der Haut. Ich kann kein Deutsch. Was ist los? Und gibt so einen leichten Glow. Also wirklich kein, ihr seht es vielleicht, dass es so ein bisschen Strahlekraft hat, aber wirklich nur minimal.
gar kein so glowy glowy und highlightendes Effektchen, sondern wirklich nur so einen leichten Goldglow. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auf der Hand kann man es vielleicht noch erkennen. Da finde ich es immer extremer. Da haften immer diese Pigmente sehr, sehr gut. Okay, ich sprühe auf jeden Fall oder mache mein Einnass, reinige den schnell und dann komme ich wieder. Ich bin wieder am Start und ich starte mit meinem Schwamm. Der ist von Enbar. Ich habe heute geguckt, es gibt neue Modelle. Werde ich mir auch zulegen, jetzt im Moment nicht. Ich habe da so eine Art Planung, ein bisschen weniger zu kaufen und ich hoffe, das klappt. Ich benutze die Estee Lauder Double Wear. Mein Gesicht fühlt sich sehr weich an, muss ich sagen. Ich hatte, glaube ich, nicht mal eine Gesichtscreme benutzt. Ich glaube, heute nicht. Ich hoffe, das haftet jetzt nicht an etwas trockenen Stellen. Denn das Wetter zum Beispiel an den Pickelchen, na, da hat man einfach die trockenen Hautschüppchen. Hier bilden sich auch Unreinheiten. Keine Ahnung, vielleicht werde ich doch mal so ein Mädchen, was Unreinheiten haben wird. Keine Ahnung, ich hoffe es natürlich nicht. Ich guck mal von der Farbe her, seht ihr ganz eindeutig, das ist die 3N2 Wet. Ich zeige es euch gleich nochmal. Die werde ich auf jeden Fall mir erstmal an den Handrücken anmischen. Sehr, sehr schandig mit diesen Anmischen. Ich mag es ja persönlich gar nicht. Und man sieht, dass die N.2 viel, viel heller ist als die da. Und ich werde das jetzt versuchen, einfach zu mischen. Ich möchte heute eine hohe Deckkraft, das verspreche ich mir auf jeden Fall. Hohe Deckkraft und gucken, wie das wird. Ich habe fast schon eine ganze Nummer heller gekauft. Ich möchte aber nicht immer mischen. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich mache ich es in den Tiegel irgendwie rein oder keine Ahnung. Vielleicht werde ich es mir auch anmischen. Das brauchen wir auf jeden Fall erstmal nicht, weil das ist keine Geschichte, die ich gerne mag. Das ist diese hier, die 3N2, sehr, sehr gelbstichig. Und ich hoffe, ich habe es jetzt gut angemischt, dass wir es angleichen können. Ich meine, ich habe schon ein bisschen Farbe bekommen, von daher ist das Ganze in Ordnung. Ich habe mir das Körbchen schon seit 2 Tagen zurechtgelegt und wollte die Sachen unbedingt mit euch testen, eigentlich schon früher. Aber hat nicht so funktioniert. Ist sehr, sehr dunkel. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert, wie kacki brauni ich jetzt im Gesicht bin. Aber irgendwie, ich muss mal gleich im größeren Spiegel gucken. Oh nee. Ich hoffe, die dunkelt überhaupt nicht nach. War ein bisschen zu dunkel. Vielleicht hätte ich 2.3 nehmen sollen oder sowas. Aber gut, das gleichen wir jetzt einfach aus und gut ist. Also man sieht ganz, ganz stark, dass es einfach zu dunkel für mich ist. Ich hätte ein bisschen weniger nehmen sollen. Wie gesagt, Estee Lauder hat keinen Pumpspender dran. Den kann man sich bei Müller zum Beispiel für 5 Euro nochmal nachkaufen. So kann man es lassen, finde ich. Ja, das war ein bisschen too much. Das werden wir jetzt abnehmen. Wir nehmen ab. Natürlich nehmen wir nicht ab. Wir bleiben, wie wir sind. So. Und dann einfach nochmal da, wo halt einfach ja mehr Deckkraft sein sollte. Ein Ticken noch zu dunkel, aber es ist noch grenzwertig, sag ich mal. So, jetzt versuche ich natürlich im Bilde zu bleiben. Es tut mir auch echt leid, wenn es ab und zu mal eben nicht im Bilde bin, denn manchmal denke ich einfach nicht dran. Ich sehe ein bisschen aus, als wäre ich im Urlaub. Ich bin immer so ein bisschen an den Schultern und sowas braun. Ja. Ich muss auf jeden Fall highlighten und das nicht zu wenig mit einem Concealer. Ach, schon wieder den Eye Primer vom Bäcker vergessen. Das ist jetzt keine First Impression zum Bäcker. Habe ich tatsächlich schon mal benutzt. Davon braucht man wirklich nicht viel. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Und der ist wirklich aufhellend und schimmert so ein bisschen. Aber das ist ganz okay. Ich mag das ja schon manchmal, wenn das so, ja, so schimmert unter den Augen und glowy einfach ist. Und gefällt mir ganz gut.
Ob der jetzt weniger kriecht, ich denke nicht. Ich trage mir den Essence Camouflage Concealer auf in der 020 noch und verblende das mit meinem Schwamm wieder. Dann gleichen wir das sozusagen ein bisschen hier aus, auch auf der Nase. Ich mag den zurzeit gerne, aber nur, weil ich keine trockene Haut im Moment habe. Außer an meinen Pickeln da. Und die habe ich ja im Wangenbereich. Am besten keine cremigen oder zu viele Produkte nehmen, dann wird das immer so cakey cakey. So, dann sieht das in der Kamera etwas extremer aus. Es ist aber im Live nicht so extrem. Ich werde jetzt ja, ein Puder nehmen von Too Faced, das ich sehr, sehr gerne mag. Und werde meine Partien unter den Augen damit setzen. Also eher so, da darf man doch nicht so rumrühren. Also hier in diesem Bereich. Also um die Nase herum. Ich würde auch bei diesem Puder nicht dazu raten, das im ganzen Gesicht zu benutzen. Das ist sehr silikonig und macht so die Poren zu. Ich finde, in der T-Zone glänzt das dann zu arg irgendwann mit der Zeit. Und um mein restliches Gesicht einfach zu setten, benutze ich das Fit Me Lose Puder. Ich muss sagen, das ist gigantisch matt. Ihr werdet das gleich sehen. Mir ist aber lieber, dass ich in den Bereichen, wo ich schnell nach glänze, einfach erstmal komplett mattiert bin. Es betont aber nicht, sage ich mal, meine trockenen Hautstellchen. Ich hoffe, ihr erkennt das. Es macht auch einen aufhellenden Effekt, was ich ganz gut gerade finde. So. Da wir eh mit Gloss Setting Spray arbeiten, können wir erstmal die ganze Visage mattieren. Ja, also das Hautbild gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Die Farbe ist natürlich schlecht gewählt, aber ich meine, ich war nicht bei Douglas, ich habe es einfach blind bestellt. Und zum Austesten für 8 Euro fand ich es nicht schlecht, da kann die Farbe ja nichts für. Es ist jetzt so, dass ich halt noch eine neue nachbestelle, die wesentlich heller ist, also die 1.0, glaube ich, ist es. Ja, genau, dann seht ihr, bin ich voller Puder überall. Ich benutze jetzt mal heute ausnahmsweise den Ultra Precise Stift. Ich fand den vor ein paar Wochen nicht schlecht. Oder Monat, letztes Jahr irgendwann, Anfang des Jahres kam der heraus. Ich fand den nicht schlecht. Das Problem ist, finde ich, bei diesem Produkt, dass da A, so wenig drin ist. Und B, ist das so weich, man muss halt echt aufpassen. Natürlich muss man da nicht so viel Druck ausüben. Aber ich bin lieber mit etwas, ja, sachteren Produkten, sage ich mal. Wie so cremig, dann flutscht das so in der Gegend rum. Und die Mine bricht mir mehr ab, sage ich mal, wenn ich den benutze, wie wenn ich jetzt ihn nicht benutze. Also wenn ich jetzt ein anderes Produkt mit etwas härterer Mine, der von Elf zum Beispiel hat mir ein halbes Jahr, glaube ich, gereicht. Und er ist kein einziges Mal abgebrochen. Heute ist übrigens Sonntag. Ich lade heute meinen Schminkkorb hoch und möchte bald dieses, ja, das hier hochladen. Demnächst, damit man das einfach so anhängig hat. Ja. Genau, und ich wollte ein paar Themen noch aufgreifen. Ich denke, das ist cool, Style Talk mit neuen Produkten und ein paar Themen. Und zwar Instagram. Ich wollte nur sagen, dass es mich wahnsinnig nervt mit diesen Werbungen. Das vergesse ich nämlich ganz oft. Ich hoffe, ich kriege dafür keine Abmahnung. Aber wie gesagt, ich bin so eine klitzekleine Person, sage ich mal, in den ganzen Social-Media-Bereich. Das ist im Endeffekt, warum sollten die mich jetzt deswegen abmahnen? Ich mache nichts Verwerfliches, ich kaufe meinen eigenen Scheiß meistens selber. Bezahle einen Haufen Geld dafür. Und ja, das nervt mich. Dann ein Kleiderkreisel. Mittlerweile sind ja neue Regelungen.
dass man ja nur neue kosmetische Dinge anpreisen kann. Finde ich eine tolle Regel. Ja, wenn das jetzt eine keine Plattform wäre für gebrauchte Artikel. Das wäre genauso dasselbe, wenn eBay jetzt sagt, nö, jetzt nur noch neuwertige Sachen oder neue mit Zettel und Kassenzettel und keine Ahnung was, da wird es doch keiner kaufen, weil dann können wir ja auch sagen, ja gut, dann gehen wir einfach mal zu Möbelmax, was ist ich, einmal hin, alles drin, in Real oder in Ikea. Ich meine, für neue Dinge gehe ich in ein Geschäft, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, es zurückzubringen, wenn es mir nicht passt. Aber im Kleiderkreisel ist es ja eigentlich so, dass wir extra irgendwie die Sachen, ja, ich meine, ich gehe in den Kleiderkreisel, ja, um zu gucken, ob es gebrauchte Sachen gibt, die ich gebrauchen kann. Ich fange an mit dem Joye Blush, Bronzer, Sunset und Sunkissed, Medium to Deep Duo, heißt das. Also so sieht das aus. Mal anzufangen, ein bisschen zu bronzen. Ich fange erstmal an mit der hellen Farbe, um zu gucken, ob das mir einfach besser passt erstmal, weil wir ja noch keinen Sommer haben. Oh, ja. Sehr schön. Wir haben keinen Sommer. Noch keinen Sommer, gell? Sonst würdest du deine Wassersachen benutzen. Das ist von Feuerwehr Sam. Ja. Und deine Wasserbahn. Ja. Wirklich? Welche Wasserbahn? Die blaue. Wo man ja. Wo ein Boot schwimmen kann. Ja, und was ist das? Dein Wasserbahn. Was meinst du? Achso, zum Pumpen, damit das Wasser rauskommt? Ja. Ich gehe noch mal kurz in diesen dunkleren Ton, um zu gucken, wie der. Oh, der ist wesentlich dunkler. Ja. Und hat ein bisschen Schimmer drin, was nicht verkehrt ist. Ja, mein Sohnemann hat eine Waffel. Ja, ich finde das schön. Hat ein schönes Finish, gar nicht so aufdringlich, wie ich zuerst gedacht habe, dass vielleicht das Schimmer ist. Und es steht mir ganz gut. Licht an, bitte. Voila. Voila. So, um mit den Wangen abzuschließen, Becca, das ist ein Becca Light Chaser Highlighter for Face und Eyes. Ich muss sagen, für die Augen wäre das auch was, weil es von der Farbe her gefällt mir das sehr, sehr gut. Ich dachte, das aber als Blush zu benutzen oder als Blush Topper kann man das ja nutzen. Von daher habe ich das so in diese Richtung gedacht. Ich gehe da ganz vorsichtig rein und es hat erstmal grobe Glitzerpartikel, die man aber wegschlagen kann. Also man geht einfach in das Produkt rein und klopft das aus. Dann fallen so die gröbsten Glitzerpartikel aus. Ja, also ganz, ganz minimaler Glow mit Glitzerpartikel. Ich mag keine Glitzerpartikel, muss ich ehrlich sagen. Es stört mich zwar nicht, dass da jetzt welche drin sind, aber würde ich einen Blush kaufen ohne Glitzerpartikel. Also, okay. Ja, dann kommen wir zu diesem Glow Highlighter von Essence. Das ist ja eigentlich ein Glow Setting Powder, für mich aber zu Heavy Metal. Das ist nix. Ich gehe da mit meinem Zoeva-Pinsel rein und es, von der Konsistenz ist es sehr fein. Sehr fein und ich erhoffe mir einfach einen schönen Glow dadurch. Mama! Also das ist wirklich ein so ein leichter Glow, wirklich für den Alltag geeignet. Hat schon etwas Wumms, aber man kann das so schön in die Haut einarbeiten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich mag einfach Produkte, die nicht auf der Haut einfach liegen, sondern sich so richtig schön einarbeiten lassen. Produkt für Produkt, also so, dass es dann so verschmilzt. Das feiere ich am meisten. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann bin ich ein bisschen so enttäuscht von Sachen. Zum Beispiel von dem Jeffree Star Highlighter war ich sehr enttäuscht. Also hätte der mehr schlechte Reviews bekommen, hätte ich das erst so gedacht, hä, warum? Aber im Nachhinein hätte ich das verstanden, weil ich selber benutzt habe und es einfach nur auf der Haut balkig lag. Kommen wir zu der Lidschattenpalette. Ich habe noch gar keine Lidschatten von
Jeffree Star getestet. Deswegen bin ich umso gespannter, denn ich finde das eine... Hat gerade ein bisschen gerochen, aber war nicht. War ein, ist ja eine bunte Palette, aber mit gedeckten Tönen irgendwie. Also richtig herbstig und ja, sagt mir auf jeden Fall mal zu. Ich fange an mit diesem Beige-Ton erstmal. Erstmal so an meine Lidfalte, würde ich sagen. Sehr pudrig. Also wenn ich da mit meinem Morphe-Pinsel reingehe, der sehr grob ist von der Struktur her, weil das ein echter Pinsel ist, dann ist es sehr, sehr grob. Also dann fliegt es so im Fändchen rum. Ist gar nicht so beige, wie ich gedacht habe. Hat schon Farbe. Aber wir können ein bisschen so aufbauen. Also mit leichter Hand. Ich gucke natürlich, dass ich auch im Bilde bin. Ich muss unbedingt mal Pinsel wieder aussortieren. Ich habe sehr, sehr viele Pinsel. Ich habe sie ja alle frisch gewaschen. Und die, die ich jetzt benutze, sind einfach meine Favoritenpinsel. So, seid ihr jetzt mal ein bisschen gerade. Mein Stativ ist doch kaputt. Ich muss mir auch unbedingt mal ein neues zulegen. Eigentlich haben wir noch eins gehabt, aber wir können es nicht finden. Also ich zeige euch mal, ich bin da so ungefähr dreimal reingedipst. Von der Pigmentierung, dass da so ein bisschen... Ja, rumbröckelt. Aber das stört mich jetzt nicht. Ich puste da rein und gut ist. Dann baue ich so ein bisschen Produkt noch auf. Ich möchte dieses Violett nehmen. Und ich möchte, glaube ich, auch das Blau nehmen. Also ich bin ja kein blauer Typ, aber ich habe ein blaues Oberteil an. Und ich denke, dass ich das heute für den Gammeltag daheim auf jeden Fall benutzen werde. Sehr, sehr schöne Farbe, gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Palette finde ich gar nicht so warm. Ich finde, sie eher geht so in die kühle Richtung. Vielleicht war es ja auch das, was so angehaucht war, was mich auch irgendwie mal angesprochen hat, mal eine Palette zu holen, die nicht nur warme Töne beinhaltet. Rot, Orange, Pink. Weiß, ja, okay, Pink kann auch kalt sein. Aber so, ihr versteht schon, in welche Richtung ich meine. Sondern mal was anderes. Fallout hat es minimal, da gar nicht, hier etwas mehr. Aber das ist auch mein schwieriges Auge, das linke. Also gefällt mir schon von der Pigmentierung auf jeden Fall. Und vielleicht auch schon einen Ticken zu gut pigmentiert. Also für den Anfang hätte ich mich wahrscheinlich erschrocken. Würde ich jetzt nicht schon seit über 10 Jahren... 10 Jahre, ja, intensiv mich mit Schminke beschäftigen. Ich kann das so anhand mit der Geburt meiner Tochter sagen, dass ich mich damit schon lange beschäftige. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich wollte euch noch fragen, wie das denn ist, ob ihr lange Videos bevorzugt oder eher kurze. Bei mir ist es ja so, ich mache das, was, wie ich es schaffe. Ja. Aber, ja, hier sind 2 Schimmertöne, was ich nicht verkehrt finde. 5 wären so optimal oder 4, sage ich mal. Hier, das ist so ein semi-schimmernder. Ich werde jetzt mir das hier in Außen und Innen geben. So ein Halo-Eis machen. Ich hoffe, das klappt. Das dunkelblaue, sehr, sehr gut pigmentiert. Ich hoffe, das gibt keinen Fehler. Hammer. Hammer. Wirklich sehr, sehr schön. Und wie sie auch miteinander harmonieren, also ineinander verschmelzen, ist einfach optimal. Also die Farbabgabe ist auf jeden Fall Bombe. Ich weiß es nicht, ob ich es lieber so lasse oder ich glaube, ich möchte noch eine Farbe, weil wenn ich jetzt ein Halo-Ei mache, dann kann man nicht noch eine Farbe, also noch eine benutzen und dann ist Schluss. Ich möchte aber
also einen Übergang schaffen. Da gehe ich in dieses Grün hier rein. Das ist so ein Petrol. Ich würde so ein Grün-Blau sagen sogar. Und da tupfe ich das so ein bisschen, ja, als Übergang. Ich hoffe, ihr erkennt das von den Farben her. Eben, wenn ich euch dann zu nah ranhole, weiß ich nicht, dann finde ich auch, ist die Schärfe nicht mehr so schön. Das sehe ich auch bei anderen, die mit ihrem Handy filmen. Ich filme ja immer noch mit meinem Handy. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir eine Kamera zusammenzusparen. Ich bin einfach ein Fehl. Sehr, sehr viel Fallout gerade im Moment. Ich hoffe, wir kriegen das einfach gut weg. Da benutze ich so einen fluffigen Pinsel und das habe ich mir schon bei Blau fast gedacht. Dass der sich so ein bisschen reinfrisst. So, an die Kanten kann ich einfach mit meinem violetten Pinsel gehen. Na, und dann so. Dann würde ich sagen, gehen wir in dieses helle, in dieses, in diesen Ton hier rein. Das ist so ein, ja, Orange, würde ich sagen. Und es gibt einen schönen Übergang, weil das Produkt verschmilzt sich mit dem Grünton. Und dann gibt es so ein helleres Grün. Ich hoffe, ihr erkennt das. Und dann benutze ich dieses wunderschöne Gold, um einfach ein Schimmer, ein Akzent, genau, reinzusetzen. Wunder, wunder, wunderschön. Ich sprühe mal eben das an, um zu gucken, wie dann die Qualität sein wird. Also ob dann natürlich Schimmer auf Schimmer und mit Fixierungsspray klappt das dann meistens besser. Seht ihr das? Sehr, sehr schön. Ich gehe nochmal in das Orange, weil das ist so ein bisschen flöten gegangen. Ich setze mir das da so hin. Die Farben sind sehr, sehr deckend. Die können auch andere Töne überdecken, wenn ihr das erkennt. Ich habe das Grün oder das Petrol jetzt so ein bisschen mit überdeckt, damit der Übergang nicht so hart ist. Hammer. Irgendwie so Jamaika. Das Blau, ich trage nochmal das Dunkelblau hier so auf. Kennt ihr diese, ja, wartet mal, ich muss mal kurz am unteren Wimpernkranz ein bisschen präzise arbeiten. Naja, das war jetzt nicht so präzise. Ist mal mächtig in die Hose gegangen. Okay. Vielleicht mit dieser Palette vorher ein Augen-Make-up-Look schminken und dann. Ja, ich würde sogar sagen, wir benutzen noch eine Farbe und zwar ist es die lilane. Die trage ich mir unten nochmal am unteren Wimpernkranz hier so auf. Das ist einfach. Der Übergang einfach da ist. Wunder, wunderschön. Gefällt mir mega. Also von den Farben her, man kann wirklich was experimentieren. Ich kann manche Wörter einfach nicht richtig aussprechen. Gewöhnt euch einfach mal dran. Oder die fallen mir einfach dann nicht ein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bleibt so. Ich hoffe, ihr erkennt das, dass es so einen schönen Farbverlauf hier einfach gibt.
Ich hoffe, das erkennt man irgendwie. Ich finde, in der Kamera kommt es gar nicht so, ja, dass es so verblendet ist rüber. Wie draufwischen? Doch, das gefällt mir gut. Sehr, sehr schön. Okay, diese Palette ist wirklich Bombe pigmentiert. Wenn ihr das erkennen könnt, ich denke, das könnt ihr auf jeden Fall erkennen. Ich gehe jetzt aber, um den Abschluss einfach hier am unteren, unterm Braunbogen zu machen, gehe ich einfach mit einer ganz, ganz hellen Farbe einfach über alles drüber hier oben, damit einfach die Übergänge viel, viel weicher noch sind. Und da benutze ich immer noch den Vanilla Sugar. Ich sehe, dass viele den aufbrauchen wollen. Ja, da ist mega viel Produkt drin. Der lässt sich nämlich gar nicht so, also ihr seht, meiner ist schon sehr, sehr flach und sehr, sehr viel ausgelutscht. Ich benutze den aber auch gleich bis zu 2 Jahren. Ich habe jetzt angefangen, meine Wimpern zu tuschen. Was ich noch gemacht habe, ist einfach ein bisschen aufgeräumt hier unten, weggefegt. Hier im inneren Winkel habe ich nochmal das Essence-Produkt da aufgetragen, den Lidschatten. Einfach, damit ich aufgehellt bin, weil das eben so drückend ist. Ich finde, diese Form von Augen-Make-up passt sehr gut zu meiner eigentlichen Augenform. Also dieses abgerundete, gar nicht dieses langgezogene. Ich finde, ich habe einfach, ja, so klein, also eher so kleinere Augen, oder? Was sagt ihr? Also ich würde sagen, kleine Augen. Und dann drückt das auch nicht so. Ja, wie gesagt, diese Mascara ist ein absoluter Favorit. Es ist ein Gummibürstchen, was aber auch mal Effekt hat. Also mit den meisten Gummibürstchen komme ich einfach nicht klar, weil sie wenig Mascara abgeben und ich keinen Bock habe, 5 Schichten drauf zu machen. Ja, dann kommen wir zu diesem NYX Lip Taste, was auch immer es sein soll. Ich kann es nicht erkennen. Also, ja genau, Full Color Lip Öl. Ich vermische das mal. Vielleicht ist das einfach zu feste. Sarah, hast du mir den geschenkt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir den selber gekauft habe, also im Kleiderkreisel oder so, oder du mir den geschenkt hast. Aber ich denke, dass es eher deine Farbe ist. Und gucken, was passiert. Sehr erwachsene Farbe, muss ich sagen. Die Konsistenz ist sehr rutschig. Also wirklich so ölig. Ja. Wie gesagt, also sehr ölig und weiß nicht, ob der matt trocknen soll oder keine Ahnung. Ich kann euch das nicht sagen. Lippenöl. Ja. Ich denke, dass das so geschmeidig bleibt. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir schließen unser Fazit sozusagen ab. Ich mache mir mal kurz mein Mascara hier weg. Was ich sagen kann, ich habe mich noch nicht angesprüht, fällt mir gerade ein. Das mache ich jetzt einfach mal mit dem. Da ist nicht mehr das drinne, was da mal drin war. Ich muss sagen, die Foundation sieht ein bisschen trocken aus. Also die Foundation wirkt ein bisschen cakey, also so ein bisschen austrocknen. Könnte natürlich an dem Puder liegen, was ich hier aufgetragen habe, aber auch da in dem Wangenbereich wirkt das ein bisschen älter. Natürlich kann ich nicht sagen, ob das jetzt der schuldige Täter war oder halt eben die, welche habe ich noch benutzt? Die Ordinary, weil die Ordinary weiß ich gar nicht, ob sie mir so gut gefallen hat, ob sie so ein mattes Finish hinterlassen hat. So an sich das Hautbild, ja, für den Abend auf jeden Fall machbar. Ich finde, das ist ein toller Look geworden mit dieser Palette. Man erkennt wirklich jede Farbe. Seht ihr das? Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und auch, obwohl ich eher so grün-braune Augen habe, stört mich das mit dem Blau nicht, weil ich denke, dass da Violett noch drin ist und dieses Orange und das umrahmt irgendwie so den Look. Ich bin gespannt auf die Reaktion von meinem Freund. Also er ist nicht kiss-proof,
aber sehr, sehr schön. Ließ sich gut auftragen und es sieht matt aus. Ist irgendwie so ein bisschen in die Lippen gezogen, aber nicht als Stain, denke ich. Ja, also der Highlighter gefällt mir, der Bronzer, das ließ sich alles gut ineinander verblenden, ob ihr das erkennen könnt oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Aber so an sich waren es echt okay Produkte, die auch erstmal bleiben. Der Blush, den sehe ich kaum, oder den Highlighter, sehe ich leider kaum. Ich hoffe, der zeigt sich nochmal. Ich weiß ja nicht, ob man den jetzt hier mit auftragen muss, mit so einem Highlighter-Pinsel. Ob man den dann eher sieht. Ja, genau. Okay, wir müssen den mit dem Echthaarpinsel auftragen. Dann kommt da auch mal was rüber. Und was habe ich benutzt dafür? Weiß es nicht. Aber jetzt erkennt man das. Hier ist er. Wirklich. Und das schimmert so violett. Das sieht klasse aus mit diesem Look. Tolle Produkte. Auch der Lippenstift gefällt mir gut. Ich werde den jetzt erstmal eine Weile testen. Um dann mein Fazit zu sagen, wirklich doll, doll, ich bin zufrieden. Ich werde natürlich, wenn ich lange genug getestet habe, euch mal nochmal berichten. Ich kann jetzt nicht sagen, hey Leute, kauft euch das, ja, es ist perfekt. Aber von den Lidschattenpaletten kann ich sagen, lassen sich super blenden und verschmilzen ineinander, sind wirklich füreinander abgestimmt. Obwohl nur zwei schimmernde Farben drin sind, lieber zwei schimmernde als nur zwei matte. Und toll. Ja, ich werde berichten. Ich bin auf jeden Fall mit meinem Look für heute zufrieden. Es ist eh interessantes Wetter. Von daher, ich verabschiede mich. Mein Speicher macht nicht mehr mit. Und wir sehen uns einfach im nächsten First Impression. Tolle Produkte heute. Und ich werde einfach nochmal im Anschluss euch irgendwann mal erzählen, ob ich die Produkte immer noch weiterhin toll finde oder nicht. Ciao, ihr Lieben!